Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quicks. Schön, dass ihr dabei seid. Kennt ihr diese Dekokugeln, die aus diesen Zweigen geformt sind? Die wollte ich schon immer mal nachbauen. Und heute habe ich Material dazu, deshalb ist es soweit. Das schauen wir uns an. Material brauchen wir heute eigentlich ganz wenig. Das Wichtigste ist, eine Handvoll Äste, die gut biegsam sind, zu haben. Bei mir sind das Schlingpflanzen, die wuchern hier in die Bäume. Die habe ich mir rausgezogen und auf gleich lange Stücke geschnitten. Wenn man jetzt einen so einen Ast mal nimmt, sieht man auch ungefähr den Durchmesser der Kugel. Die wird also relativ groß. Das ist auch schön, denn sie soll ja schließlich was darstellen. Und dann brauchen wir Bindedraht. Ich habe jetzt hier diese goldene Version, die werde ich wahrscheinlich nehmen, weil ich denke, auf diesem braunen sieht die wohl, guckt die sich sozusagen am besten weg. Und eine kleine Zange für den Draht, eine Drahtschere. Ja? Mehr brauchen wir heute schon gar nicht. Und dann kann es auch losgehen. Wichtig ist, dass die Abschnitte, die wir hier haben, alle gleich lang sind. Das ist also unbedingt zu prüfen, bevor man hier beginnt. Weil die Ringe, die wir jetzt erstellen, die ganze Kugel besteht praktisch aus Ringen, die müssen alle gleich groß sein. Hier sieht man es, ne? Dann machen wir hier nochmal einen Schnitt. So. Und das bitte wirklich jetzt überall prüfen. Schneidet euch jetzt am besten schon mal so ein paar Drahtstücken zurecht, denn mit der Rolle das zu handeln ist immer ein bisschen ungünstig. So, dann nehmt ihr euch einen Ast und formt diesen zu einem Ring. Und dann messe ich mir das jetzt hier an den Fingern ab. Also zwei Finger breit lasse ich die jetzt hier überlappen. Ja? So, denn jetzt noch hier mit einem Maßband rumzuhantieren ist irgendwie äußerst ungünstig. Hier ist jetzt auch auf diesen Zweigen ganz schöner Druck drauf. Das heißt, gut ist, wenn man hier das so ein bisschen halten kann und dann jetzt hier den Draht ansetzt, mit einer Hand ein bisschen festhält und vermutlich hier ziemlich fest auch das fixieren muss, dass es praktisch nicht aufspringt. So, jetzt habe ich zwei Ringe davon erstellt. Jetzt füge ich die mal zusammen. Jetzt ist es ganz wichtig, dass die im rechten Winkel sitzen. Ja, diese Schnittpunkte hier. Muss man also ungefähr die Mitte rauskriegen. Ja, und da fixieren wir sie jetzt wieder mit Draht. Das ist ja ziemlich einfach, hier über Kreuz die mal so zusammenzubinden. Den dritten Ring, den setzen wir jetzt praktisch außen drauf. Ja? Der wird also hier außen drüber gesetzt, drüber gestülpt über die beiden. Und auch hier wieder schauen nach der Mitte. Und diese Schnittpunkte werden dann wiederum jeweils mit Draht fixiert. Und genau so nach diesem Schema F sozusagen verfahren wir jetzt mit allen weiteren Ringen. Auch dieser nächste Ring wird wieder von außen aufgesetzt und es wird wieder die Mitte gesucht. Und jetzt kommt ihr schon hier an diesen Schnittpunkten wieder an. Immer schön nach der Mitte schauen und dann wieder mit Draht fixieren. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man von dem Draht hier so ein bisschen noch überstehen lässt. Dann kann man im Anschluss noch so irgendeine Dekoration anbringen. Und übrigens, wenn ich die Enden hier so verdrehe, gebe ich dem hier immer so einen kleinen Schubs. Es geht gut. Ja, und das kann man fortführen, soweit man Material hat und so engmaschig das Bällchen eben sein soll, die Kugel. Als Verwendungszweck, man kann es einfach nur so als Deko ins Beet legen, vor die Tür legen. Ich finde ganz schön, wenn man eine Lichterkette mit hineinflicht, das finde ich toll. Oder man kann es auch als Lampenschirm nehmen und hängt sich hier einfach eine Birne rein und hängt es an die Decke. Ich hoffe, wir sehen uns wieder nächsten Donnerstag zu Quicks. Sonst nichts.